Ihr denkt, Nahrungsergänzungsmittel mit 4- bis 5-facher Bioverfügbarkeit geht nicht? Falsch, denn die liposomalen Supplemente von Vitasomal leisten Großartiges für dich und deine Gesundheit. Du glaubst es immer noch nicht? Geht auf vitasomal.de und probiert es aus. Jetzt neu, der neue Wirkstoff Pinienextrakt ist nun auch erhältlich. Nur auf vitasomal.de. So, erstes Lebensmittel, Salzheringe. Uwe, wir müssen jetzt seriös wirken. Wie im Abitur, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Für mich gibt es 3 Regeln. Als allererstes habe ich mir eine Basis gesucht, ja, von 3 Lebensmitteln, die ich wirklich durchziehen kann, straight, und die ich auch immer bekomme. Ja. Ist nicht so, bringt ja nichts, du holst dir quasi, sagst, okay, ein Lebensmittel davon ist Granatapfel, okay, den gibt es nur 17 Tage, danach gibt es dann halt Döner oder so. Das wird dann halt nicht funktionieren, okay? Deswegen, meine Basis ist ganz klar 3 Lebensmittel, und das, viele Tiere machen auch genau das, ja. Sie haben ein Lebensmittel quasi als Basis, ja. Zum Beispiel Löwen haben dann halt Antilopenfleisch, Gorilla haben Blätter, Kühe haben zum Beispiel Gras und Koala haben Eukalyptus, ja. Popeye hat Spinat und Gargamel hat dann halt Schlümpfe. Okay, das ist ganz schön eskaliert. Was wir damit bewirken wollen, ist, du musst ein Team werden mit deiner Darmflora. Denn für jede Ernährungsform gibt es eine gute Darmflora, die sich eben darauf angepasst hat. Und dann seid ihr halt eben ein Team, und so könnt ihr auch am besten verdauen halt, weil die genau wissen, was da kommt, und haben sich vorbereitet quasi und haben ihre Vorarbeit geleistet, die Darmflora. Und das sollte wirklich von Vorteil sein, weil dadurch eben auch mehr Nährstoffe resorbiert werden können. Jetzt ist aber auch die Frage, sind wir Allesfresser oder Allesesser? Tut mir leid, sorry. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, und ich sage es mal so, nein, das ist eben nicht so. Weil wenn wir uns betrachten, mach einfach mal einen Tag, wo du alles isst. Salzheringe, Abitur, Eier, Fisch, grüner Smoothie, Nüsse, Früchte, Gemüse. Mach das einfach alles mal, und dann wirst du merken, das läuft nicht so rund mit deiner Verdauung. Ein Indiz ist immer dafür, ob du Blähungen hast oder halt, ob du wirklich nicht abputzen musst. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich, beim Toilettengang. Weil, überleg doch mal, Dixi-Klos sind nicht irgendwo aus dem Boden gewachsen, und Toilettenpapier, naja, wächst auch nicht am Baum halt. Und jetzt überleg dir mal, hätte die Evolution gewollt, dass du den ganzen Tag mit dem bekackten Arsch durch den Wald und durch den Dschungel tanzt? Ich glaube nicht. Deswegen kommen wir auch zur Regel Nummer 2. Wähl ungefähr auch die 3 Lebensmittel so aus, oder beziehungsweise habe ich so gemacht, die auch ziemlich gut harmonieren miteinander, ja, und sich gut ergänzen, ja. Also ich sag mal so, Salzheringe, Chupa Chups und danach noch einen grünen Smoothie, das ist sicherlich nicht so optimal, ja. Du weißt, was ich meine. Regel Nummer 3, mach Abo und mach Glocke. Kommen wir schon zum ersten Lebensmittel. Hallo, hier Wildheidelbeeren. Das sind auf dem Bild sind normale Heidelbeeren, das haben sie verkackt. Wildheidelbeeren steht auch hier drauf, portionierbar. Was portionierbar? War. Und das finde ich geil. Warum gefroren, ist jetzt die Frage, ganz klar, die bekomme ich immer. Ja, das ist nicht einfach so, okay, sie gibt es jetzt 17 Tage in der Saison und danach substituiere ich es halt mit Döner oder so. Das wird nicht passieren, sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, deshalb, die kriege ich immer. Sind, glaube ich, stehen auch drauf, glaube ich, von Edeka oder was, keine Ahnung. So, wichtig ist, warum gefroren? Dazu gibt es auch Studien. Wenn wir uns die Anthocyane angucken, ja, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, warum diese Wildheidelbeeren, diese wilden, eben so, sieht man auch, wenn man da mal so reinguckt, dann sind die ganz rot. Seht ihr das? So, das sind normale Heidelbeeren nicht, das sind die Anthocyane, das haben die übrigens auch gar nicht. So, wenn wir uns den Anthocyanenanteil einmal anschauen, in frischen Wildheidelbeeren und in den gefrorenen, dann sehen wir, dass der Anteil circa bei gefrorenen bei 8 liegt. Ja, sehen wir hier in der Studie. Und bereits bei frischen, wenn die von der Narbe schon abgeknapst sind, nach 2 Wochen verlieren sie 40% davon. Jetzt kann man so sagen, ja, das heißt doch, das ist doch alles. Und genau das wurde in der Studie auch getestet, und zwar mit einem Radikal, ob diese dann auch die Gefrorenen ebenfalls trotz den höheren Wert haben, auch die Radikale noch so puffern. Und zwar wurde hier wieder DPPH genommen, 2,2-Diphenylpyrrolidazil, wie immer das gleiche Radikal. Und wir sehen auch hier in der Studie, dass die Gefrorenen am besten die Radikale gepuffert haben, weil nur noch am wenigsten Radikale davon prozentual übrig geblieben sind nach der Injektion damit. Des Weiteren sieht man auch in der Studie, dass die wilden Heidelbeeren mehr Mineralien aufweisen im Durchschnitt als die normalen Kulturheidelbeeren, sehen wir hier, und 20 mal weniger Cadmium, das heißt ein Schwermetall, oder dafür aber ganz leicht mehr Blei beinhalten. Des Weiteren sind die viel, viel kleiner als die normalen Heidelbeeren, und in der Schale sind immer die meisten sekundären Pflanzenstoffe enthalten, und wenn du eine
Frucht hast, die kleiner ist, dann hast du eben mehr Schale pro Kilogramm, wenn du die beiden vergleichen würdest. Kommen wir schon zum zweiten Lebensmittel. Das ist Brokkoli, und zwar Bio-Brokkoli. Warum gefroren? Weil ich ihn immer bekomme. Und zwar, ich lasse den auch einen Tag vorher auftauen, die Heidelbeeren übrigens auch, stelle ich einfach hin, einen Tag, und dann tauen die auf und am nächsten Tag kann ich sie ganz normal so essen. Warum gefroren? Weil ich es immer bekomme und da muss ich halt nicht irgendwann nigerischen nehmen für 17 Euro oder sonst was. So. Und es gibt drei Sachen, die man vielleicht bei Veganern ein bisschen beachten sollte. Man sagt immer, das B12, gut, bei, sag mal jetzt, Nicht-Veganern ebenfalls genauso, weil die Pflanzen, beziehungsweise die Tiere essen ja auch keine Pflanzen mehr, wo noch Kobalt enthalten ist. Die kriegen auch nur noch Futtermasse und kriegen supplementiert. Von daher eigentlich für alle, aber wie gesagt, B12 sollte man im Auge halten. Omega-3, ganz klar, weil viele Veganer essen zu wenig Grünzeug, ja, und zu viel Saaten und Nüsse und solche Sachen. Deshalb haben Veganer leider wirklich statistisch gesehen Studien das schlechteste Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Sollte man im Auge fallen. Und ebenfalls noch Q10. Ist total underrated. Ich werde darüber noch ein explizites Video machen. Es ist aber total, ich finde es schade, dass es so untergeht, dieses Thema, weil es unfassbar wichtig ist. Schauen wir uns mal an. Ab 20 baut dein Körper die Q10-Konzentration massiv ab, nach unten, ja, in Herz, Leber und Nieren. Und das heißt, du wirst ab 20 baut dein Körper einfach ab. Nicht ab 30 sehen wir hier, ja, wirklich ab 20 schon, ja. So, deshalb gucke ich, welche Lebensmittel haben viel davon? So, tierische Lebensmittel, natürlich Herz, Leber und so weiter. Nur ich esse halt kein Kadaver, ja, so. Und jetzt guckt man sich die pflanzlichen Sachen an. Ich stehe jetzt auch nicht so auf Öl, sag ich mal, in großen Mengen und auch nicht so auf Nüsse in großen Mengen. Ja, schaut euch übrigens mal ein Nüsse-Video an, warum nicht, ja. Deswegen, die beste Quelle ist Brokkoli dafür, ja. Um für viel Q10 zu bekommen, sehen wir hier auch in der Liste, ja. Q10 ist Brokkoli wirklich ganz, ganz weit da vorne. Dann gibt es noch Avocado, ja, die haben ebenfalls sehr viel, nur davon würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt überfressen, ja. Damit ihr es mal gehört habt, Q10 ist wirklich, nimmt immer weiter ab in deinem Alter und sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Deshalb Brokkoli. Kommen wir auch schon zum Lebensmittel Nummer 3. Und zwar sehen wir hier, das sind Sprossen, und zwar das sind Linsensprossen, ja. Und zwar, seht ihr, die sind schon so langsam grün. Die werden schon grün. Warum? Weil, wenn man die nur als Keimling konsumiert, dann kann ich sie auch nicht so gut verdauen. Das heißt, je länger du etwas keimen kannst, desto besser wird es dann dementsprechend auch verdaut. Ja? Wenn du es nicht verdauen kannst, einfach länger keimen lassen, weil Grünzeug kann jeder verdauen, ja? Ganz einfach. Und es ist eben so, dass wenn du es länger keimen lässt, ja, dann bestehen natürlich auch dadurch Vorteile, ganz, ganz klar. Ja? Wir sehen das zum Beispiel hier in der Studie, da wurde eine Kontrollstudie so gesehen gemacht mit normalen Linsen, dann TC und TH, das heißt gekeimt bei kalten Temperaturen, TC, Cold, ne? Und TH für heiß, für hot, ne? Ab 40 Grad und bei 4 Grad Celsius. Und man sieht, beide hat sich circa das antioxidative Potenzial verdoppelt im Keimprozess. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und warum Linsen? Ich brauche einfach Protein. So ist es halt. Ich mache fast jeden Tag Sport. Ich mache da eine Avocado rein. Ja, gerne für das Q10 wieder. Und ein bisschen für den Geschmack, noch ein bisschen Tomaten oder sowas. Garam Masala ist so ein Gewürz oder so. Damit esse ich das immer so. Das waren schon die drei Lebensmittel, die ich wirklich jetzt täglich esse. Und mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Meine Verdauung ist brutal, auf jeden Fall. Mir geht es gut. Vielleicht dir auch. Probier es mal aus, was ich so gesagt habe. Wenn du diese Videos magst, wie ich so praktische Dinge auch mal so, keine Ahnung, gefällt, ab 3000 Daumen mache ich mal ein bisschen mehr davon. Dankeschön fürs Zusehen. Schaut sehr gerne da vorbei. Vitasomal.de, meine eigenen Supplements. Würde mich mega, mega, mega mäßig freuen, wirklich. Kann dir sicherlich helfen. D3 könnte ich mir vorstellen, gerade im Winter. Bedanke mich fürs Zusehen, würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen für Abo und Glocke machen, du weißt Bescheid, Junge, ne? Und bis zum nächsten Mal, Rohvegan am Limit. Ciao. Vitasomal.de, nicht vergessen.